Moin, hier ein neues Video zu Diablo 3, zu den Herausforderungsportalen auf dem europäischen Server. Diesmal Nummer 146 und es sieht aus, also Hexendoktor, es sieht aus, als ob das das Mundunugus-Set ist mit dem Wusjuice und dem glotzenden Tod auf Deutsch. Ja, das neue Set, also richtig aktuelles Portal diesmal. Okay, nicht uralt, auch keine uralte Waffe, aber Angriffsgeschwindigkeit drauf. Und 2,4 ist eigentlich okay, auch für so eine Waffe. Sechs Teile hiervon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann haben wir hier Duft der Zeit noch mit drin. Lustigerweise ist hier der Prunkring drin, der gar nicht so schlecht gerollt ist, aber ohne Sockel. Und Goldträger. Macht so natürlich gar keinen Sinn, aber naja. Dann haben wir hier noch Rechels Ring. So, dann haben wir hier auch noch die Verheißung. Im Cube haben wir Aquila Kyras. Ja, kann man machen. Sumpflandstampfer. Naja. Hä? Von Heuschreckenplage. Die von Heuschreckenplage oder Umklammerung der Toten Betroffenen allein 400% durch Opfer. Ja, Opfer sehe ich hier unten aber eben nicht drin. Macht so auch keinen Sinn. Wermut okay, ja, kann man mit reinnehmen. Macht Sinn, wenn man Ring der Leere mitnimmt. Aber Heuschreckenplage ist hier natürlich auch mit drin, okay, ja. Aber Opfer ist hier halt nicht mit drin. Naja, gut. Gehen wir mal ins Spiel. So, gucken wir uns das noch hier nochmal an. Also, auf der rechten Seite Heuschreckenplage, muss man aber nicht casten, weil man den Wermut mit drin hat. Pestilenz springt über, okay, kann man machen. Naturgeist ist auch richtig. Dann haben wir hier die Seelenernte, eine Seele übrig, Feuer, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, okay. Das ist halt ein Farmbild, so wie es auch schaut. Hundetanz, okay, er zeigt die Hunde. Macht auch Sinn, weil man hier bedingungslose Gehorsam mit drin hat. Auch Bewegungsgeschwindigkeit. Dann hat man hier den Geistwandel Entrückung. Das gibt dann auch nochmal Bewegungsgeschwindigkeit, glaube ich. Und hier so leider nicht. Und Nachstellen ist auch Bewegungsgeschwindigkeit von den Sätzen. Ja, als Passiv hat man dann hier nochmal drin zwischen Licht und Schatten. Das bringt nochmal Schaden, Bewegungsgeschwindigkeit, Schaden und Intelligenz, also Globes aufsammeln und dann nochmal Abklänk zeigen. Sehr gut. Die Frage ist jetzt, wir sind 391 mit dem Templer. Mal gucken. Ja, kann ich sterben, sehr gut. Ah. Bounty-Buds-Items hat er drin. Naja, egal. Die Frage ist jetzt, ob ich das überstehen kann, ne? Ob die Zähigkeit reicht. Ne? Hoppala. Wenn nicht gerade von rede, ne? Alter! Na gut, da habe ich mich jetzt gerade verguckt gehabt. So. Jetzt wollen wir doch mal gucken, ob man hier was machen kann. Okay, die erste Ebene war jetzt nicht so doll. Zweite ist auch nicht so doll. Das kanalisieren. Okay, bringt mir jetzt nicht so viel. Schade ist dicke.
Okay, wir haben ein bisschen wegbleibt, alles kein Problem. Ups. Ups, ein bisschen rausgehen hier. Wo sind die Packs? Wo sind die Packs? Der Barber fehlt hier natürlich. Oh, Scheiße. Och Mann, ey. Zähigkeit, ja. Wirklich nicht die beste, aber das kennt man ja vom Set, also das ist klar. Problem ist hier natürlich wieder, dass man so ein paar, sagen wir mal, enge Maps hier hat, wo man nicht aus dem Weg gehen kann. Oh! Alter, schon wieder. Nein. Hier ist auch kein Piranhalo drin zum Zusammenziehen halt. Deswegen laufen die alle so frei rum. Das ist auch ein bisschen doof. Verbindung, das ist natürlich geil jetzt. Trotzdem ein bisschen aufpassen, weil die Zähigkeit ein bisschen schlecht ist. Bewegungsgeschwindigkeit ist ganz gut. Schildschreien ist super. Die Frage, ob ich es noch bis zum Schluss hinkriege, hier alles zu killen. Kein Pack da, das ist das Ärgerliche. Ja gut, okay, also ein bisschen dusselig habe ich mich angestellt, das gebe ich zu, ja, durch die ganzen Tode ist das ein bisschen knapp geworden zum Schluss, aber man kann es auch wesentlich besser hinkriegen, ne? Also das ist jetzt nicht so das Ding, ne? Also es ist alles machbar, ja, der Bild macht so an sich Sinn, ist ein Speedfarm-Bild hier, ne, mit alles auf Bewegungsgeschwindigkeit, so ein paar Items fehlen halt noch, vor allen Dingen der Barber natürlich, ne, aber ansonsten ist das ganz okay so, ne, die Maps sind jetzt nicht der Hammer, aber auch nicht richtig schlecht, ne, Bewegungsgeschwindigkeit ist gegeben, Schaden sowieso, hat er denn hier auch drin, 35er hat er drin, als einzigen Stein hier, und Jerums fehlt auch. Aber an sich ist das so zu machen. Also es ist kein wirklich richtig schlimmes Portal. Aber ein bisschen aufpassen mit der Zähigkeit, dass man sich nicht killen lässt, weil dann fehlt irgendwann die Zeit hinten raus. Das habe ich jetzt natürlich auch gemerkt. Naja, also holt euch die Materialien, viel Spaß dabei und dann bis zum nächsten Mal. Bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles in die Comments rein und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.